Kommt schon. Macht die beiden noch kalt. Sehr gut. Ich mache mal sicherheitshalber ein Quick Save. Ich will nämlich nicht wissen, wenn es noch eine Schriftrolle gibt, was dann kommt an Gegnern. Hallo. Wir haben die dritte Schriftrolle. Habt ihr die Schriftrolle? Ja. Ah, die letzte Schriftrolle meines Vaters. Schnell, gebt sie mir. Doch der Plan sollte nicht aufgehen. Eine Orima-Priesterin am Hofe Venvariens mit Namen Mayana sollte vom Hochkönig um eine Vision gebeten werden, um den heiklen Plan Takats zu finden. Der Hochkönig, der in dem Plan Takats die einzige Möglichkeit sah, Prinzessin und Sternenstein sicher vor den namenlosen Horden zu verstecken, bis die Zeit der Rettung gekommen sein würde, nahm den Rat der Orima-Priesterin an. Er schuf die Globule mit Takat und den Sternenstein als Herz der Globulenwelt. Doch zu Takats Leidwesen sollte nicht nur er, sondern auch Mayana, die Prinzessin in der Globule, bieten. Doch nicht nur dies. Auch den Sternenstein sollte nicht er allein bekommen. Venvarien teilte den Stein in drei Spiele und gab einen an Takat, einen an Mayana und einen an seine nicht ahnende Tochter Amarion. Seit jener Zeit sollten sich Takat und Mayana im ewigen Zwist befinden, gefangen im Gleichgewicht der Kräfte, bis eines Tages das Gleichgewicht zerstört werden würde. Wartet, seid so freundlich und holt mir zu guter Letzt die Schriftrolle von dem Alchemitisch. Schriftrolle vom Alchemitisch. Der ist da drüben, da waren wir ja gerade und haben Tränke gebaut. Dann gehen wir einfach mal darüber. Ah, die liegt hier an der Ecke gleich. So. Keine Spuren. Okay. Das war eine einfache Quest, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es ziemlich viel Text beinhaltet. Die dritte Schriftrolle befindet sich unter das Obhut. Ja, das ist eigentlich alles dasselbe Text, obwohl ich kann ihn mal kurz vorlesen. Ich habe Odinas Hilfsangebot angenommen. Ich habe die erste Schriftrolle gefunden. Ich habe die erste Schriftrolle übergeben. Darin wird berichtet, wie Prinzessin Amarie sich weigerte, das belagerte Tishiana ohne ihren Vater zu verlassen. Dieser schuf daraufhin diese Globule, in der die Prinzessin in Sicherheit sein sollte, bis ihr Vater sie retten könne. Zweite Schriftrolle. Ich habe die zweite Schriftrolle an Odina gegeben, mit der von Takats unerfüllter Liebe zur Prinzessin geschrieben ist. Um ihr Herz doch noch für sich zu gewinnen, schloss Takat einen Pakt mit dem Namenlosen, den Sternstein gegen Amariels Herz. Das klingt ein bisschen makaber. Dritte Schriftrolle. Die dritte Schriftrolle des Pythos befindet sich nun ebenfalls in Odinas Obhut. In dieser wird berichtet, wie Takats Plan zunächst scheiterte. Der Sternenstein wurde in drei Teile geteilt und Takat erhielt nur ein Drittel. Die beiden anderen Stücke gab der König an seine Tochter und dann die Orima-Priesterin Mayana. Seitdem kämpft Takat mit Mayana um die Herrschaft über die Globule. Doch keine der beiden Seiten konnte die Oberhand gewinnen, bis wir die Orima-Priesterin getötet haben. Ja. Was sagt die letzte Schriftrolle? Nun, habt ihr die Schriftrolle? Ja. Sehr gut. Ich werde euch eine Übersetzung dieses mit ihm könnt ihr eine mächtige Tinktur herstellen, die euch im Kampf gegen. Denkt daran, mit dem Sternenstein in seinem Besitz ist nicht einmal auszudenken, welche Kräfte er sein eigen nennt. Bereitet euch gut vor. Hab Dank für alles. Okay, ich habe ein Rezept. Bekommen. Weihwasser. Würde es den Gegner im Kampf schwächen, herzustellen, 10 Quellwasser und Diamantstaub. Quellwasser müsste ich haben. Habe ich auch. Diamantstaub. Habe ich auch. Okay, ich stelle sicherheitshalber genügend Weihwasser her. Und dann gucken wir mal, was das bringen soll. Rezept Weihwasser. Ach, stelle ich alles her, so. 10 für mich.
10 für Filiason und er kriegt auch so ein Elixier für den Endkampf. 10 für Vorgrim, 10 für Fyris. Und Vorgrim kriegt auch so ein Elixier für den Endkampf. Jetzt lass mich mal kurz lesen. Gegner Attacke minus 4 für 2 Kampfrunden bei Treffer. Hm? Cool. Ja. Jawohl. Und Fyris hat auch welches. Gut. Dann geht es jetzt hier wieder rüber in den Nottischrein. Da waren wir ja auch schon mal, haben Skorpione getötet. Waren Skorpione oder waren Skarabäen? Auf jeden Fall gebe ich Vorgrim noch seinen Diamantstaub wieder, bevor der mich schief anguckt. Dass ich ihm seinen wertvollen Diamantstaub einfach gestohlen habe und für mich behalten habe. Und Filiason brennt mal wieder. Macht schön Aua, muss ich sagen. Ja, 7 Lebenspunkte hat ihn das gekostet. Nochmal ein Quicksave, sicher ist sicher. Wir könnten jederzeit durch den Sphärenriss heimgehen. Da geht's zum Schrein. Tote Hochelfe, wir können Leute plündern. Elfenschlüssel. Ein B, toter Hordenkrieger. Hm. Eine Truhe mit einem B, toter Hordenmutant, toter Hordenmutant, toter Hordenogern, Haufen Palastwachen. Eine Kiste mit einem B drauf. Na, ich habe nicht gerade sehr viel Lust, jetzt hier eine Kiste zu suchen. Schlüssel zum Notischrein haben wir abgegeben. Und da ist sie ja auch schon. Und ich sehe jede Menge Skarabäen auf der Karte. Mein Flehen wurde erhört. Ihr sollt Hilfe erfahren. Zuvor aber muss ich eine Botschaft von Hochkönig Fenvarien überbringen. Saidaba! Saidaba, Feya Salazar. Es ist, als ob ich aus einem dunklen Schlaf erwacht wäre. Ihr seid geschickt von Fenvarien, uns zu erlösen in der Zeit der Not. Ich werde euch beistehen. Na, das ging einfach. Biondralla, wir müssen Amantir Takat aufhalten. Er hat sich mit Prinzessin Amaria im Thronsaal angeschlossen und vollführt irgendein sonderbares Ritual. Wir müssen meine Schüler finden. Ohne sie ist meine Macht. Ich hatte mich mit ihnen zusammen hier in den Nordischrein zurückgezogen, als die namenlose Horde den Palast überrannt. Leider wurden wir von Skarabäen überrascht. Skarabäen? Das verstehe ich nicht. Wir hatten den Schrein doch geheilt. Wenn da mal nicht dieser Takat dahinter steckt. Möglich wäre es. Mittlerweile traue ich diesem Takat heißt es. Wir sollten auf der Hut sein. Die Skarabäen kamen genau in dem Moment die Wände hochgeklettert, als der Ansturm der namenlosen Horde begann. Also gehören sie zur Horde. Mit denen werden wir fertig. Findet meine drei Schüler und bittet sie, mich hier zu treffen. Eile ist geboten. Wer weiß, wie lange sich meine Schüler vor den gefräßigen... Ja, das sollten wir schnell lösen. Hier sind Skarabäen. Viele Skarabäen. Skarabäen, die mir Wunden machen, das ist noch schlimmer. Bitte einmal schnell heilen. Mich sehr schnell heilen. Danke. Ja. Aua, wir müssen dringend auf Vorgrim aufpassen. Bei Vorgrim sicherlich sicherheitshalber auch mal mit einem Balsam. Okay. Werde ich noch bedrängt? Ja, werde ich. Aua, ich bin tot. Wenigstens ist Vorgrim noch ordentlich dran. Was?
Okay, es sind noch vier Stück, drei Stück. Hoffentlich kriege ich die klein. Okay, es sind noch zwei. Noch einer. Sicherheitshalber mal einen Hammerschlag. So. Gut. Bitte einmal aufstehen. Ah. Gut, meine Wunde ist weg. Jetzt mache ich Feieres Wunde weg und dann muss ich gucken, dass ich die Leute etwas hochheile. So. Feieres nochmal heilen. Mich nochmal heilen und dann einmal Filiason heilen. Das sind zum Glück nur drei Skarabäen jeweils. Ich wäre so eine ganze Horde. Wobei, der eine sieht etwas groß aus. Wow, der eine sieht wirklich etwas groß aus. Ja, der sieht groß und böse aus. Mach das Ding tot. Ich hoffe mal, der ist nicht tot. Okay, Filiason ist ausgefallen. Ja. Trotzdem ein paar mehr Skarabäen wieder. So. Du heilst schon mal Forgrim. Und dann heißt du Filiason. Und dann holen wir den da aus dem Wasser. Achso, das ist eine Sie. Okay, wir holen sie aus dem Wasser. Das werde ich euch nie vergessen. So, lauf zurück zu deiner Chefin. So, die nächste Truppe ist da hinten. Da sind noch zwei Skarabäen im Wasser. Ja, bei Swafnir. Ja. Das sind aber zu kleine. So, der Große ist schon mal ausgeschalten. Wow. Was? Was nicht so gut ist, ist, dass ich langsam wieder sterben bin. Ja. Okay. Bei Angriff Schmerz! Frau Grimm, hilf mir mal. Mist. Der ist nicht schnell genug durchgekommen. Ich hätte auf jeden Fall warten sollen, bis Filiason wieder hochgeheilt gewesen wäre. Okay. Sind nur noch zwei zu Glück. Los, töte den. Okay, Forgrim allein gegen zwei. Die er hoffentlich tot kriegt. Ja, Gott sei Dank. Jetzt muss ich die ganze Truppe heilen. Geht ja mal gar nicht.